Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autosiastics. Worum geht's heute? eBay Makeover Challenge 2.0. Hier ist er, der Gewinner. Nils mit 735i. Marvin und Marius sind auch schon da. Die kennt ihr ja vom letzten Mal. Die spielen da drin rum. Naja, das Auto wurde gestern geliefert. Und was da so passiert ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Es ist jetzt 15:26 Uhr. Der Nils soll um 3:30 hier sein. Also meine Story war nicht schlecht. Voll emotional. Nils! Aber ich bin gespannt. E38, 735i. Ich habe noch keine Ideen, was ich machen würde mit dem Auto. Weil ich jetzt noch keine Bindung habe. Aber ich denke mal, das kommen wir mir vorstehen. Ne? Vielleicht, was wir damit machen. Gucken wir aber genauso pünktlich wie die Leute aus Dortmund. Wie ist das in Griechenland? Und das gleiche Video 1:1 normal. Ist das eigentlich auch so läufig? Gibt es nicht in Griechenland? Oder was? Da ist er, Nils. Komm rauf hier. Der Mann aus Vechta. Wo ist denn vor 8 klein? Ist schon so ein bisschen Mafia so ein Auto, ne? So ein bisschen Mafia so ein Ding? Komm, geh mal Hallo sagen. Wo ist der Nils? Hallo, auf dem. Guten Tag, jetzt kommen wir Autosiastik. Ich bin Nils Gicking, komme aus Dinklage, das liegt bei Vechta. Und ich fahre einen BMW E38 735i. Und dein Pumpel ist wer? Moin, Lukas. Lukas, moin Lukas. Hi. Gute Anreise gehabt? Ja, doch. Und das ist ein gutes Stück. Auch so ein Auto, was also nicht so unbedingt für 19-Jährige, also sieht man nicht so oft mitfahren. Stimmt wohl, ja. Doch. Ja, aber ist ja so. Genau, deswegen haken wir mal schauen. Aus der Masse hervorstechen, ne? Ist das. Also ich habe mir den 7er, das ist quasi auch mein Zweitwagen, den habe ich als Projekt auch quasi gekauft, den wollte ich selber eigentlich schön machen und so. Ja, ich war mit einem Kumpel in München ein paar Tage Urlaub machen und so. Hatten wir halt Langeweile, haben wir auf eBay geguckt, was da so gibt. So, ich dachte, in der Nähe von München gibt es bestimmt ein paar schöne BMWs. Und dann haben wir den halt mitgenommen. Ne? Aus München bis zu uns sind irgendwie 800 Kilometer. Also es wusste auch keiner, dass wir sind mit zwei Autos nach Hause gekommen. Die haben alle blöd geguckt, weil sie es ja nicht wussten, dass wir da mit zwei Autos kommen. Hast du Ideen? Was würdest du dir wünschen von Autosiastic, von Marvin und von RB Engineering? Ja, eigentlich das Typische, ne? Felgenfahrwerkfolie. Mhm. Das ist schon, also eine Farbe wäre auf jeden Fall mein größter Traum. Und dann sagst du eher auffällig oder eher so dezent? Irgendwas Dunkles, aber schon Auffälliges, irgendwie so ein Kupfer oder so vielleicht. Also wenn das meine Karre wäre, hätte ich da 12 Farben Camouflage mit Pink, Lila, alles drauf, komplett in eloxiert. Richtig tief das Ding. Pac-Man wird die Felgen fressen. Ja, das passt auf den 7er, finde ich nicht. Also. Genau deswegen macht Marvin die Folie, nicht ich. Aber ich habe gerade gesehen, hinten deine Abgasanlage ist sehr sexy. Hängt ein bisschen so. Ne? Das sieht ungefähr aus wie ein Schlaganfallpatient. Guck mal hier, Tiefdruck. Das ist ein Schlaganfallpatient, aber das ist der Vorsitzende, ne? Das war der Vorsitzende. Klar. Da also müssen wir was machen, ne? Das Auto ein bisschen erlebt. Wir haben Rost überall ein bisschen. Aber wollen wir mal gucken von unten. Gucken das Auto mal an, was wir hier haben. Und dann würde ich sagen, wir müssen deine Werkstatt wieder. Ich bin selber noch keine E38 gefahren. Und mein Bruder hatte mal einen. Ich habe immer ausgelacht für seinen Hausfrauen V8, aber eigentlich. Der ist ganz schön Mafia, muss ich sagen. Cool, ne? Ja, mit 19 bin ich kein V8 gefahren. Ey. Wie machen die das alle? Aber Getriebe geht ran. Sitze sind gut. Ich würde sagen, ab geht's von unten. Ne? Ich bin gut ausgestattet mit meiner Lampe. Und weiter hiermit, hab ich was gefunden. 7er sind halt eigentlich sind die Rost stabile Dinger. Bisschen kleine Ecken haben sie, wenn man hier mal guckt. Aber geht, das scheint eine Oberfläche zu sein, dass wir jetzt nur entrosten müssen. Doch, geht. Schon recht stabil. Sehr gut. Glück gehabt, Nils. Nils! Aber viel wichtiger ist, guck dir das mal an. Das sind aber eine Schweißkünste per excellence, würde ich sagen, hier oben. Lieber Vorbesitzer von diesem Auto. Heftiger Typ, Alter. Echt heftig, Mann. Hast Bock, hier zu arbeiten? Also, da müssen wir Abhilfe schaffen, ne? Nils, das hilft nichts, ne? Der goldene Umberto. Guck mal, hier geht's noch weiter. Warum immer eine Rohrverbinde? Warum? Hätte ich die Schrauben weglassen können, Herr Vorbesitzer. Ja gut, wir gucken mal weiter an das Auto. Da war was drin, die sind auch super angeschweißt, die Katze, muss ich sagen. Also heftige Schweißnägel. Ja gut, wichtig ist immer so, ob das andere ist, wenn es dicht hält und so, ist natürlich klar. Aber wir als Fachpersonal denken natürlich jedes Mal, der Cut ist auch noch falsch mal eingeschweißt hier. Oh Junge, Alter. Der ist falsch rum? Hitzeschutz ist oben, falls das Rasen mal von oben kommt, dass er nicht abbrennt. Oder? Frage ist, schafft er mit seiner Abgasuntersuchung? Und wenn ich mir dazu angucke, also eigentlich muss Abcut neu, ne? Jetzt haben wir eine BMW-typische Krankheit, 735i, komm mal her. Öl. Jetzt haben die einen externen Ölkühler. Der läuft vom Ölfiltergehäuse und die Schläuche lang, die sind immer undicht. Immer undicht. Kann man auch gut sehen, die Leitung ging genau hier vorne hoch, da das ganze Öl runter. Ja genau, kann ich nicht sehen, ne. Kannst du sehen, gut, ja, okay. Hast du gesehen? Wir sehen den nächsten. So, was haben wir denn hier? Die Verdichtungsfedern sind schon drin. Koppelstangen sind auch ausgeschlagen hier, die Stabis. Nils sagt, er hat ihn noch nicht gesehen von unten. Noch nicht gesehen? Ja. Noch nicht, der ist tiefer gelegt. Jetzt gucken wir hier, sind H&R-Federn. Ja, so ein bisschen haben wir uns ja schon gedacht, ein bisschen tiefer sah der aus, aber nicht genug, oder? Nein. Vor allem, es gibt ja genug. Der Boden ist die Grenze.
Bisschen Radlager später. Du hast ja einen Gebrauchwagencheck gemacht, ne? Musst du ja machen. Ja. Der sah gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Wir hatten Gebrauchwagenchecks aber auch von der Dekra mit Gutachten und so, die waren heftig. Ja. Deiner war eher so, ja, ein bisschen hier Spiel, ein bisschen da Spiel. Aber wir lieben ja das Risiko, ne? Und zur Lücke. Die Tanks gammeln gerne durch bei den Dingern. Aber ich bin mal eigentlich jetzt mal gespannt. Also eigentlich ist er gar nicht so schlimm. Komm, was draus machen. Aber ich würde sagen, dass wenn wir die Jungs entscheiden, ne? Wenn sie kommen zum Angucken. Ich bin mal gespannt, was die Jungs dazu sagen. Ich bin gespannt, was die Jungs dazu sagen werden. Yo, ich bin der Marvin von IB Garage. Schön, mal wieder hier zu sein. Ich darf wieder mitmachen bei der Makeover-Challenge hier von eBay. Ich bin der Marius, ich mache YouTube-Videos und bin heute hier bei Autosiastic, um den schönen 7er BMW vom Nils zu begutachten. Also ich habe ihn schon gesehen von unten. Ja, es gibt ja so ein paar Schwachstellen beim E38. Ihr müsst ja wissen, das Ding wiegt fast 2 Tonnen, habe ich geguckt. Ja. Ist alt. Da gibt es günstig zu kaufen, aber da geht halt dann gern mal das ganze Zeug auch kaputt. Deswegen bin ich echt gespannt, was wir hier vorfinden. Ist immer ein bisschen ein Glücksspiel bei so alten Luxuslimousinen, nenne ich es jetzt einfach mal von früher. Lenker und so gehen noch, Dämpfer wurden irgendwie gemacht, tiefer gelegt wurde auch schon. Tiefer gelegt? Ja. Da haben wir nichts von gesehen. Tieferlegungsfehler in der Brille. Dann, ja gut, da muss ein richtiges Fahrwerk rein. Wir werden uns um das Thema Rost kümmern, Vorbereitung zur Folierung. Und wir werden das Ding dem Erdboden gleich machen quasi. Gegen die Höhenangst des Fahrers arbeiten, tiefer legen durch ein Gewindefahrwerk auf jeden Fall. Das ist doch nicht original. Da hat jemand irgendwelche Katalysatoren einfach reingebraten. Hast du mal, also ich weiß nicht, guck dir mal das Rohr hier alles. Dass das Auto so TÜV bekommen hat, ist echt... Also die aktuelle Abgasanlage, also mich wundert es wirklich, dass dieses Auto überhaupt über den TÜV gegangen ist bei dem Vorbesitzer vom Nils, weil das war ja der eine Cut, war einfach falsch rum eingebaut und also... Also hier hat echt ein Meister vor dem Herrn geschweißt. Guckt euch mal diese Schweißnähte an. Ja, Marius, ich sehe schon, da ja, hast du Bock drauf, ja, oder? Aber meine Baustelle ist nämlich Auspuff. Mein Part ist nämlich, dass ich dir eine schöne Abgasanlage und runterbaue, denn ein V8 muss auch zu hören sein bei so einem Luxusliner. Der Nils will ein ordentliches Statement machen, nicht nur durch die Optik, sondern auch durch einen schönen, röhrenden V8-Sound. Ich freue mich schon, ich bin froh, dass es bei eBay einfach die Cuts mit bis zu den Krümmen einfach als Neuteil gibt. Da muss ich nicht selber darum brutzeln. Da machen wir was Vernünftiges mit einem Sportauspuff drunter und dann passt das wieder vom TÜV her und vom Sound. Wie kann man denn so schweißen? Also das Ding ist, ihr habt ja vielleicht bei der letzten Makeover-Challenge schon gesehen, ja. Es gibt einiges, was Auspuff angeht. Und gerade hier, da lohnt sich das. Also du hast hier schon eine geile Arbeit ausgesucht, ich sehe schon. Was ist mit dem Rost? Wie sieht's aus mit dem Rost? Ui, da ist aber ganz schön durch. Ja, also es gibt so ein paar kleine Schwachstellen im Auto. Das ist einfach schon mal gemacht worden hier dran. Hier ist auch ein Loch zum Kofferraum rein, im Seitenteil. Türen, also komplett ein Rost. Alles. Einmal ringsrum, ne? Ja, ja. Wie sieht's hier aus? Und halt hier am Schweller, ne? Einmal freilegen, gucken, was da meine ist. Ich, das ist einfach, die Dinger geht es günstig zu kaufen, aber die haben halt gelitten die letzten 20 Jahre. Pflegezustand. Ja, weil eben die meisten dieser Autos haben, die pflegen sie einfach nicht. Aber jetzt bekommt er von uns ja die Komplettkur. Drüben ist noch schlimmer, wenn du raus, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Schweller drüben. Wir müssen natürlich alles einmal freilegen, gucken, was da zu machen ist. Ne? Hier oben auch Rostansatz, hier Rostansatz. Ich freue mich genau wie beim Motor damals. Freue mich auf die Karosseriearbeiten von euch. Ihr wisst nämlich was, der Marvin, der muss es ja machen, weil der Marvin wird nämlich einen Farbwechsel vornehmen. Dieses Mal gibt es eine andere Farbe. Ja. Aber da musst du davor ein bisschen. Er hat die schönen Arbeiten. Nils hat uns ja erzählt, dass er auch kein großer Fan von diesem Opa-Silber ist. So nennen wir das immer liebevoll, weil gerade die alten Karren in Silber ist ja dann doch recht langweilig. Er möchte eine auffällige Farbe, aber natürlich keine Kirmes draus machen. Es soll schon eine dunkle Farbe sein, aber rausstechen. Und wir haben uns schon ein bisschen unterhalten und ich glaube, wir haben da schon eine ziemlich gute Idee. Ich darf leiden mit dem Auspuff, er darf leiden mit der Karosserie. Ja, danke, Marvin. Wirklich. Ja? Danke, Marvin. Ja. Abwarten, ich bin der Letzte, der den Wagen hat. Das heißt, alles, was für einen TÜV noch gemacht werden muss, hängt dann eh bei mir, ne? Weil das Ding wird ja auch komplett legal auf die Straße gebracht. Ja. Ich mache nicht nur Farbe, ich darf mich auch wieder um die Felgen kümmern. Und gerade bei dem Wagen hier, ich denke, da kommt was Großes. Dieses Mal go big or go home ist mein Motto dieses Mal. Wirklich richtig schön, elegant, große Felgen. Der Wagen bekommt eine neue Farbe, der Wagen bekommt neue Felgen, schicke Reifen, Spurplatten, alles so, dass er am Schluss perfekt dastehen wird. Zu den richtigen Felgen braucht er natürlich auch die richtige Höhe. Da kümmern wir uns drum. Macht ihr das? Ja, ja, schmeiß noch ein geiles Gewindefahrwerk rein. Schon, oder? Sportfahrwerk raus, Gewindefahrwerk rein. Gerade was Richtiges. Und dann stimmen wir das perfekt ab dieses Mal. Mit der richtigen Farbe, den richtigen Felgen, dem richtigen Sound. Ich glaube, dass wir hier, ohne euch jetzt, also es könnte sein, dass wir hier meinen Traum E38 gerade für eine andere Person bauen. Das genau. Also letztes Mal war es sein Traum. Wir haben einen 190er Traum, sogar in der gleichen Farbe. Das wird schwer, ja. Wie schwer war das, den dann wegzugeben? Ja, wenn die beiden nebeneinander standen, hätte ich schon... Hätte den falschen abgegeben. Ja, die hat den anderen mitgegeben. Aber dann ist ja die nächste Makeover-Challenge, falls eine gibt, mein Traumauto.
Oh, der ist meiner. Das ist hier auch nicht so schön, ne? Ja, diesen schön blinde, obwohl wir Glasscheinwerfer haben innen drin. Innen drin. Plastik ist alles nicht mehr so. Kenne ich vom E36. Und man muss auch sagen, die Rückleuchten und die Blinker, das ist alles so. Das bisschen ist nicht so schön. Ja, und Nils hat uns auch gesagt, er wünscht sich da wieder Originalität oder irgendwas anderes. Auch die Scheinwerfer, das macht das ganze Bild vom Auto aus. Wenn wir, auch wenn wir alles machen und das bleiben die drin, sieht immer nur ein bisschen schäbig aus und das wollen wir natürlich nicht. Zum Dachhimmel angeguckt. Alter. Ui. Boah, ey, Digga. Find da mal rein. Guck dir mal den Dachhimmel an. Das ist ja richtig Porno. Das, was am Himmel da gemacht wurde mit den gestickten Nähten, finde ich sehr cool. Passt das Äußere noch nicht ganz dazu. Das heißt, wir können darauf jetzt aufbauen und das ganze Konzept quasi fertig denken. Auch noch alles wirklich schwarz gemacht. Das ist mega schon pornös, ey. Also, wir mal den Innenraum. Also muss man sagen, apropos Innenraum, wie viel hat er nochmal gelaufen? Schau dir mal die Sitze an. 300.000. 298.000. Ja, schau dir mal den Innenraum an. Also dafür, guck dir mal das Lenkrad an. Sieht aus wie neu. Das sieht noch richtig gut aus. Und auch die Sitze, also die Wangen, das ist ein bisschen, sieht man, also das ist echt richtig gute Qualität, das ganze Auto. Also so ein 7er BMW hat ja schon eine ziemlich üppige Innenausstattung, serienmäßig, aber irgendeiner ist auf die Idee gekommen, so ein Billigradio da reinzumachen, hat das nicht mehr richtig montiert, innen drin irgendwelche Kabel gefuscht und ich konnte es vorhin einfach mit der Hand rausziehen. Also da muss auch was Vernünftiges rein, damit auch wieder die schöne Holzblende wieder zugeklappt werden kann, die da eigentlich runtergehört. Der Sitz hat mehr Knöpfe als mein ganzes Auto. Ja, hast du eine Lordose, hier hast du was, hier, also da kannst du alles verstellen. Du musst immer nur hoffen bei so Autos, dass du nie Elektroprobleme kriegst. Dass das nicht kaputt, ja. Das funktioniert kaputt noch geht. Alles? Doch, ja, ich war ja, funktioniert, ja, funktioniert alles. Ja, sehr schön. Das Auto ist doch ja, recht guten Zustand. Ne? Es gibt weitaus schlechtere 7er. Das ist es, ja. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst vor diesem Wagen, weil es gibt 7er, die sehen von außen besser aus wie der, aber dafür ist der Rest komplett durch. Ja. Der sieht zwar von außen ein bisschen wild aus, hat aber dafür von der Substanz eigentlich schon eine gute Basis, dass wir hier was Schönes bauen können. Ja. Ich denke auch. Ja, ich freue mich mega, Jungs. Ich glaube, diese Challenge wird mindestens so cool wie die letzte. Wahrscheinlich sogar ein bisschen cooler, weil wir einfach nochmal eine Schippe drauflegen wollen. Wir wollen noch ein bisschen mehr umbauen, noch einen krasseren Effekt vorher, nachher dann hier erzeugen. Und ich denke, das ist gerade mit so einem silbernen 7er BMW mit dicken V8 einfach die perfekte Ausgangsbasis, um hier jetzt richtig Gas zu geben. So, bevor Kim das Fahrwerk da reinhaut, müssen wir auf jeden Fall hier noch mal ein bisschen gucken, weil der Wagen soll ja eine andere Farbe bekommen. Das heißt, dieses Schmuckstück braucht erstmal ein bisschen Rostbehandlung. Das heißt, wir haben hier schon mal angefangen. Radläufe, also Kotflügel, hatte Rostansätze auch hier drin. Kommt oft davon, dass die Radrostschale aus Plastik halt beweglich ist und dann reibt das hier innen drin sozusagen und dann kommt der Rost irgendwann rumgewandert. Hier geht's weiter, das heißt, alle Türen haben unterhalb ein bisschen Rost. Aber das ist für dieses Baujahr auch eigentlich verstandard, würde ich sagen. Hier hinten geht das genauso weiter. Da sieht man alles klar, hier unten. Zack, guck mal hier. So sieht das dann aus, ne? Ja, ich würde sagen, Feuer. Nico, unser neuer Azubi, der muss ein bisschen Rostarbeiten machen. Wenn Löcher da sind, muss er die auch stopfen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, sobald das Auto vom Lacker wiederkommt. Denn der Wagen wird beim Lackierer noch mal richtig schön vorbereitet. Das heißt, wir werden hier ja, im Prinzip alles, was wir jetzt entrostet haben, neu versiegeln, damit der Rost auch nicht wiederkommt. Was wir da genau machen, wird uns aber der Nico gleich noch mal erklären. Moin und herzlich willkommen bei Ideallack in Quickborn. Mein Name ist Nico. Ich werde euch ein bisschen was über den 7er BMW erzählen, der durch die eBay Makeover Challenge einmal hübsch gemacht wird. Ich kann euch das hier gerne einmal zeigen, was wir machen. Kotflügel müssen wir machen, der hat Radläufe gerostet. Da werden wir hier die Seite unterhalb lackieren. Die Schweller, die kommen in Wagenfarbe. Hintergrund ist einfach, dass man eine vernünftige Substanz wieder hat, auf der man dann weiterhin aufbauen kann. Das ganze Zeug sieht so aus. Das ist eine Spachtelmasse, wie eigentlich jede andere handelsübliche Spachtelmasse. Nur, dass hier das Besondere ist, dass da Zinnpigmente mit drin sind oder Zinnstaub. Das ist ein sogenannter aktiver Korrosionsschutz. Das Zinn dient als Opferanode und im Falle einer Korrosion würde sich das Zinn opfern und so die Korrosion verhindern und die Stelle isolieren. Anschließend sind wir mit einem Multispachtel, in unserem Fall ist der orange, nochmal dünn über die Stellen rübergegangen. Einfach nur, um weiche Übergänge zu haben, damit es nachher nicht wellig aussieht und damit man ja, einfach einen weichen Übergang hat. Wie man sieht, der ist schön cremig. Damit das Ganze nachher gut aussieht, haben wir natürlich auch noch die Dellen gespachtelt, weil sonst wäre es ja schade, wenn wir das schöne Fahrzeug lackieren, aber die ganzen Dellen drin lassen. Und die werden wir jetzt einmal dünn zuspachteln.
das dauert jetzt 3-4 Minuten ungefähr. Dann ist der Spachtel ausgehärtet. Dann können wir das schleifen. Ich werde jetzt einmal mein Werkzeug reinigen, weil sonst wird es hart und dann ist es hinüber. Immer so geil finde und deswegen liebe ich einfach meine Arbeit. Das könnt ihr jetzt gerade nicht fühlen, aber ich kann es fühlen und ich freue mich immer darüber. Es ist einfach, wenn die Delle verschwunden ist, das ist einfach so glatt wie so ein Babypopo. Das ist immer herrlich. Das ist immer der Grund, warum ich diesen Job liebe, wenn du hinterher siehst, was du gemacht hast. So, wir müssen jetzt noch grundieren, die Grundierung schleifen und dann kommt da auch schon die Farbe rauf. Und damit ist unser Part des Videos dann erledigt und hiermit gebe ich das Ganze jetzt ab an dich, Kim, damit du das Fahrwerk machen kannst. Bis dann. Danke, Nico, für die Farbe. Super Arbeit. Jetzt geht es noch daran, letzter Schritt von uns, tiefer legen das Ding. Lars steht mal zur Seite. Wir haben Gewindefahrwerk bestellt von der Firma MTS. Hallo Lars übrigens. Hallo. Erklären brauche ich euch nicht. Ihr wisst, wie es geht. Runter ist tief, hoch ist hoch. Zu Marius geht er, ne? Zu Marius geht er als nächstes. Marius. Ja. Also ich würde sagen, wir fangen an, Digga. Ne? Ja. Und here we go, komm. Challenge, zumindest zu unserer Station, hat sich jetzt dem Ende geneigt. Gemäß dem Motto, läuft nicht, gibt's nicht, haben wir Nils sein Auto umgebaut, ausschließlich mit Teilen von eBay. Tiefer gelegt das Ding und das ist schon echt heftig, oder? Sieht echt gut aus. Jetzt wird das Auto abgeholt und geht zu Marius. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie das Auto weitergeht, umgebaut wird, gerne auf den ihren Kanal gehen, abonniert über Instagram, bei YouTube. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Immer rein damit. Wir hauen jetzt ab. Feierabend für heute. Ciao.